Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Mai-Ausgabe der My Little Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine Box, die aus Frankreich direkt zu uns nach Hause kommt. Sie enthält eine wundervolle Geschichte, die uns immer auf eine gewisse Reise mitnimmt. Zwei Trendaccessoires und drei Beauty-Produkte. Und ja, wir haben hier wirklich schon mal ein sehr, sehr schönes Design von der Box, was aber auch etwas grafisch ist. Express Yourself ist da die Aussage, also sehr expressionistisch das Ganze, ne? Also ja, wir sollen uns selber ausdrücken. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Box das dann quasi mit uns zusammen machen möchte. Oh, boah. Ja, wir waren eben noch ein bisschen spazieren, Sammy und ich. Die My Little Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen, die habe ich nämlich auch schon hier. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Leute, ich habe ganz vergessen, euch den Code zu nennen. Und zwar könnt ihr mit dem Code EXPRESSYOURSELF 5 Euro auf die erste Box sparen, sodass ihr nur 13,50 Euro für die erste Box bezahlt. Also alles dazu steht unten in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich habe jetzt mal den Deckel entfernt. Oh, nee, habe ich nicht. Man klappt sie auf. Guck mal. Eine Klappbox. Auch das ist mal ganz cool. Dann haben wir hier etwas. Das ist ein Sticker, Leute. Okay. Sei wie du bist. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dieser Aufkleber findet einen neuen Platz auf deinem Spiegel, Computer oder Kühlschrank. Und er erinnert dich daran. Express yourself. Sei du selbst. Süß. Das finde ich wirklich süß. Und express yourself, ich finde es auch wichtig. Ne? Also sich irgendwie für irgendwen zu verstellen, ist irgendwie, weiß ich nicht. Nee. Das hat man als Teenager gemacht, weil man da irgendwie auch so ein bisschen in der Findungsphase war. Aber mittlerweile bin ich 33, bald 34 Jahre alt und dementsprechend verstelle ich mich für nichts und niemanden mehr. Und ich finde, das ist auch ganz gut so, dass man irgendwann mal diesen Punkt erreicht haben darf. Und ja, hier haben wir dann einmal den ersten Blick in die Box und dann schauen wir einfach mal zusammen rein, was wir hier drin finden. Womit fange ich an? Ich glaube mit den Beauty-Produkten, oder? Und zwar habe ich hier I've Got the Power Snap, My Little Box. Also hier sind die Beauty-Produkte in diesem süßen Säckchen drin enthalten. Obwohl, weiß ich nicht. Gucke ich mir erst den Flyer an. Nee, das ist der Spoiler für nächsten Monat. Und da scheint was mit Too Faced zu kommen, Leute. Das schauen wir nachher mal. Hier habe ich zuallererst von Bioderma ein Micellenwasser. Ein Micell Water Makeup Remover für sensible Hauttypen. Tüten vor allem, ne? Gesicht und Augen, ja, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Hier steht drauf, dass man das nicht abspülen muss. Ich habe mal irgendwo gehört, dass man Micellenwasser immer abspülen sollte. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich verwende generell gar kein Micellenwasser. Ja. Ich habe aber über dieses Micellenwasser schon super viele positive Reviews hier auf YouTube auch gehört. Dementsprechend denke ich, dass viele sich auch darüber freuen werden. Auch so eine 100 Milliliter Größe ist eine ganz praktische Geschichte, so als Reisegröße. Ne? Dann habe ich hier als nächstes drin enthalten. Nee. Wir haben jetzt was von Too Faced hier mit drin, Leute. Komm, das nehme ich jetzt auch direkt hier mal mit raus. Sammy weiß auch noch nicht, wohin mit sich. Die Better Than Sex Mascara haben wir hier nämlich in der Reisegröße drin enthalten. Mega coole Mascara, die habe ich auch noch in Full Size da. Das ist so die Mascara, finde ich irgendwie. Ne? Also hat ein Kunstfaserbürstchen, was erdnussförmig ist. Und das macht halt Volumen, es macht Länge. Und das ist eine High-End-Mascara hier drin. Das ist krass. Also wir gucken uns dann gleich direkt nach dem Beauty-Produkt mal das Motto an. Dann habe ich hier was von Kerastase drin enthalten. Auch das mega cool. Beautifying Anti-Frizz Blow Dry Milk für trockenes Haar. Medium bis dick. Okay. Ohne auszuspülen mit natürlich basierten Inhaltsstoffen und Niacinamiden steht hier drauf. Das ist echt cool. 50 Milliliter. Und das machst du dir dann einfach nach der Haarwäsche in die Haare rein und kannst sie dann entsprechend stylen. Niacinamide sind einfach ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff, den wir ja zum Beispiel auch fürs Gesicht kennen. Ich wusste nicht, also jetzt natürlich klar, für die Kopfhaut hätte ich mir auch gedacht, macht das durchaus Sinn. Aber ich hätte nicht gedacht, dass auch die Haare, also ich gucke mich gerade im Display an, dass die Haare das auch cool finden. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Kerastase ist ja auch eine ziemlich
gute Marke, ne? Also sehr hochpreisig, aber auch wirklich sehr, sehr beliebt bei vielen Leuten. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal hier direkt das Motto an. Das ist ja Wahnsinn. My Little Box X Too Faced. Just the way you are. Ein Popstar singt in seiner Garderobe, ein Boxer zieht seinen Bademantel an. Jeder kennt seine persönliche Dekompressionsschleuse, bevor er der Welt seine Talente unter Beweis stellt. Und ich lege mir das ein oder andere Mal einen ziemlich bunten Look auf, wobei ich das auch im Alltag mache. Das Nachschminken vor dem Spiegel, auf der Toilette oder im Rückspiegel ist dein persönlicher Schlüsselmoment, um deine Persönlichkeitsmerkmale zu verfeinern. Safe. Und da schreibt jetzt gerade meine Freundin, ich weiß nicht, nein, das Video, das seht ihr dann am Wochenende, denn ich packe mit meiner Freundin Maddy zusammen Trashy aus. Und das mache ich heute. Ich warte quasi, nein, ich warte nicht auf sie, es ist jetzt 16:30 und sie kommt um 7:00 und ja, wir schreiben gerade schon ein bisschen. Okay, stay tuned, abonniere gerne den Kanal, falls du das nicht verpassen möchtest. Mit den Produkten von Too Faced, Mascara oder rosafarbenem Rouge, Highlightern oder schillernden Paletten kannst du die beste Version deiner selbst hervorkitzeln. Und zwar von den Wimpern bis zur Nasenspitze. Ich wollte schon sagen, ist hier auch noch ein Rouge drin? Nee, das hätte ich jetzt aber auch gesehen, ne? Mit seinen innovativen und leistungsstarken Formeln verleiht Too Faced deinem farbenfrohen Make-up einen Hauch von Glamour und Einzigartigkeit. Ihre Produkte sind deine besten Verbündeten, wenn es darum geht, die Menge zum Jubeln zu bringen und in den Ring zu steigen. Beyoncé, Muhammad Ali, weder deinen persönlichen Style, die anderen sind schon vergeben. Stimmt. Eyes of the Tiger, voll auf den Kopfhörern, dein Eye Contact in der U-Bahn dauert bis zur Endstation. Alles entscheidet sich im Blick. Das trifft sich gut, denn wir zeigen dir die Mascara von Too Faced, die so außergewöhnlich ist, dass sie Better Than Sex heißt. Ihre sanduhrförmige Bürste, okay, einige sagen sanduhrförmig, ich sag dazu Erdnuss, nimmt die Kurven des weiblichen Körpers auf, um deine Wimpern endlos zu biegen und zu schwingen. Die Formel mit Akazienextrakt und Peptiden sorgt für gesunde und revitalisierte Wimpern. Extra Volumen im Taschenformat, eine einzige Schicht reicht für einen glühenden Blick. Hot Stuff eben. Und dann hast du auch noch für Sephora einen 25% Rabattcode auf das gesamte Too Faced Sortiment bis zum 15.06. Das finde ich cool. Da werde ich mal vorbeischauen, weil Too Faced hat jetzt ja auch neue Blushes und so rausgebracht. Vielleicht gibt es die ja da schon. Hier habe ich auch was drin enthalten. Robin de Noué avec Louis C. Carré, My Little Box. So, hier, Ribbon to Untie. So vielseitig wie du. Mit seinem farbenfrohen Print lässt dieses Twilly-inspirierte Band aus 100% recyceltem Polyester auf vielfältige Weise stylen, sei es im Haar für den sofortigen Good Hair Day-Effekt, als aufgemotzter Taschenhenkel oder einfach um den Hals gewickelt. Es passt sich mühelos jedem Stil an und verleiht verschiedensten Outfits das gewisse Extra. Okay, per se ganz schön. Ich muss halt nur gestehen, ich trage sowas eher selten, ne? Also solche sehr niedlichen Accessoires haben wir tatsächlich öfters mal in der My Little Box drin enthalten. Und das sieht auch wirklich ganz süß aus. Kann man sich bestimmt auch schön so in die Haare binden, ne? Dass man das so und dann hier mit einem, keine Ahnung, Schleifchen sich das irgendwie ganz hübsch macht oder so. Zack. Aber ich bin ehrlich, ich trage sowas halt im Alltag nicht wirklich. Ne? Da habe ich jetzt noch ein zweites drin enthalten. Bracelets Pas Discret. Ja, das ist dieses hier Statement-Armbändchen. Thelma und Louise, so unabhängig und cool wie Thelma und Louise, bilden diese beiden Armbänder ein Duo, das deine Handgelenke lieben werden. Trage sie zusammen oder getrennt, je nach Lust und Inspiration, du hast die Wahl. Bist du bereit für den nächsten Roadtrip? Ja, also wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich am 1. Mai, übermorgen geht's für mich nach Malaga. Da ist ein Roadtrip erstmal mit Melli geplant. Das ist gewagt hier. Oh mein Gott. Ha, haut mich leider nicht so von der Socken, muss ich sagen. Also zum einen, weil ich kein Armbändchen-Fan bin und zum anderen, weil ich diesen Style nicht so gerne mag. Dieses grobe, plastikmäßige, das ist nicht so meine Welt. Also ja, die Box hat mich jetzt diesen Monat nicht ganz so ultimativ gecatcht. Klar werde ich die Better Than Sex Mascara sehr gerne verwenden. Und diese Blow Dry Cream von Kerastase finde ich auch wirklich toll. Die anderen Produkte sind eher weniger was für mich leider. Aber den 25% Gutscheincode, den werde ich sehr wahrscheinlich bei Sephora einlösen.
Schreibt mir aber gerne mal, was ihr so von der Box haltet. Ich finde das Motto richtig, richtig cool. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!